Gut, also wir machen heute behandeln eine Steckbriefaufgabe, und zwar werden wir mit allen Mitteln arbeiten, mit Differentiation, also mit Differenzieren, mit Integrieren, Gleichungssysteme lösen und so weiter und so fort. Diese Steckbriefaufgabe, die könnte direkt aus der Praxis kommen. Es gibt Künstler unter den Architekten, aber richtig knallharte Künstler, die bauen zum Beispiel solche Gebäude, indem sie mit flottem Pinselstrich hier eine Fassade hinlegen, und das ist dann das Nonplusultra, und alle anderen müssen sich dann danach richten. Jetzt haben die Ingenieure, die damit beauftragt waren, wirklich dann einen entsprechenden Gebäudeentwurf aus diesen kühnen Pinselstrichen des Architekten zu machen, haben die sich verschiedene Dinge gedacht. Also sie haben dann Steigungen gemessen. Hier seien das an diesem Punkt hier an der Dachkante 400%. Hier hatten sie einen Punkt in Abstand von 10 Metern zum Gebäude mit minus 100% gemessen. Hier haben sie eine Kugel reingelegt, einen Gedanken, die ist hier liegen geblieben. Und hier haben sie dann an der letzten Kante von hier aus gesehen 30 Meter Abstand 700% gemessen. So, und nun die große Frage, nun mach mal was draus. Einerseits es waren also verschiedene Dinge gefragt. Es geht also, gegeben war das. Und ja, wir werden dann hier entsprechende Dinge hinschreiben. Und gesucht ist also einerseits eine Funktion, die das hier ausdrückt. Erstens, damit man es rekonstruieren kann. Zweitens, damit die hintere Fassade, ne, der hintere Teil, damit der dann genauso aussieht. Also man könnte ja alles irgendwie versuchen, mit Fotokopien oder sonst was auf eine Zeichnung zu ballern, aber die wollten sicher gehen. Und drittens, nee, oder machen wir es anders. Drittens, weil nämlich auch die Frontfläche hier vorne gesucht ist und demzufolge dann der umbaute Raum erst berechnet werden kann, der sich ja aus diesen verschiedenen Flächen und Größen zusammensetzt. Also diese Fläche hier, die ist auch noch gesucht. Jetzt ahnen wir schon, das geht nur über Integrieren, aber wir können erst integrieren, wenn wir hierfür diese Kurve des Daches, hier unten ist alles gerade, auch wenn es nicht so aussehen mag, wenn wir da eine entsprechende Funktion haben. Gut, also, dann lasst uns mal verschiedene Erkenntnisse aufschreiben, aber ich mache jetzt hier ganz kurz nochmal Stopp. Gut, dann gehen wir mal zu dem Gegebenen. Also, wir hätten hier in dem ersten Punkt, sagen wir hier zu dem Punkt, ich male mal hier ran, das ist der Punkt Römisch 1. Hier die 400%, das ist der Punkt Römisch 2. Und dazu werden wir entsprechende Gleichungen aufstellen und Erkenntnisse aufschreiben und so weiter. Das ist der Punkt Römisch 3, hier, wo die Kugel zum Liegen kommt, Römisch 3. Hier den Punkt Römisch 4. Und dann werden wir mal gucken, was bei rumkommt. Gut, also fangen wir an mit Punkt Römisch 1. Gegeben ist demzufolge. Ich mache jetzt mal hier unten weiter, dann geht das, ist das übersichtlicher. Also, gegeben. Und das ist eigentlich auch schon Teil der Lösung, dass wir solche Angaben interpretieren. Erstens, was kann man hierfür sagen im Punkt Römisch 1, was gilt da? Ja, das war eine sehr gute Zwischenfrage. Die Punkte, die werden nicht vorgegeben, sondern die malt man sich dann entsprechend dran, damit man die eigene Übersicht behält. So. Gut, genau, hier in diesem Punkt Römisch 1 haben wir gesagt, die erste Erkenntnis, also Römisch 1, 0 sozusagen, f von 0, ne, ich gehe hier los. In Gedanken haben wir uns wahrscheinlich hier schon unser Koordinatensystem reingelegt. Ja, kleinen Moment. Jetzt kam allerdings schon der Vorschlag, Mensch, wollen wir uns nicht gleich das Koordinatensystem so hinlegen, dass das viel leichter geht? Ich mache das mal. Ich mache mal ein grünes Koordinatensystem. Ach so, was ich hier noch nicht gesagt hatte, diese Punkte liegen auf einer Höhe. Und ich schlage vor, wir bauen hier uns mal unsere X-Achse hin. Soll ich die Y-Achse jetzt hier bei Römisch 3 oder gleich bei Römisch 1? Ja, ne? Okay, dann lege ich hier meine Y-Achse rein. Ich weiß zwar noch nicht, wie hoch das hier alles ist, aber das musste genügen. Das war ja der berühmte Pinselstrich. Gut, demzufolge können wir zu dieser Erkenntnis sagen, weil wir ja das ausgewechselt haben, das ist 0, ne? Einverstanden? Gut, okay, aber der Einstieg bleibt trotzdem 4. Nochmal kurz zum Erinnern, das resultiert aus folgendem Umstand: Wenn ich eine Kurvenschar hier oder hier oder hier, immer die gleiche, mit dem gleichen Aussehen, wenn ich die verschiebe, dann habe ich lediglich mein absolutes Glied hinten angefügt. Und jetzt haben wir einen weiteren Vorteil. Wir können nämlich sagen, dadurch, dass wir die X-Achse auf die Höhe gelegt haben,
kommen wir mit unserer Gleichung besser klar, denn wir haben den Schnittpunkt mit der y-Achse gleich bei 0. Auf den Vorteil kommen wir ganz dann zu sprechen. So, weiter in Schwarz. Was haben wir bei Römisch 2 zu erwarten? Römisch 2, Moment. Gut, weil das der allgemeinen Verwirrung diente, dann können wir ja hier an unserer x-Achse den Wert 10 ranschreiben. Hier, wo die Kugel zum Liegen kam, 20 und hier hinten 30. Wird es jetzt klarer? Gut, aber können wir f von 10 bestimmen? Haben wir leider keine Angabe, können wir noch nichts machen. Aber wir können was anderes bestimmen. Wir können sagen, f' von 10 ist minus 1. Gut, also hier oben müsste klar sein, wir haben die x-Achse entsprechend hingelegt. Demzufolge können wir jetzt über, das ist Erkenntnis römisch 3.0, f von 20 hier oben, f von x-Wert 20 ist 0, weil dieser Punkt hier auch die x-Achse berührt. Und f' von 20 ist auch 0. Das sind alles Erkenntnisse, die uns gleich helfen werden. Gut, kommen wir zu diesem letzten Punkt, zu römisch 4. Römisch 4, da passiert noch was. F, können wir f von 30 bestimmen? Wissen wir nicht, aber f' von 30 schon. Ne? F' von 30 ist in diesem Fall dann 7, genau. 700% heißt 7 zu 1. Demzufolge ist der Anstieg 7. So, was machen wir jetzt mit den ganzen Erkenntnissen? Ich mache nochmal Pause. Kurvendiskussion in Reihenformat. Was nehmen wir? Sieht aus wie eine Sinusfunktion. Nehmen wir eine Sinusfunktion? Jetzt wurde diskutiert, nee, aber dagegen, dass wir eine Sinusfunktion nehmen, spricht, dass der Anstieg hier 400 und hier 700% ist. Wenn wir uns mal diese Intervalle angucken, sind das immer 10er Abstände. Es sieht gar nicht so aus. Lasst uns sicherheitshalber folgende Form nehmen. Ich schreibe die gleich auf. Ich mache dafür eine Pause, damit das Video kurz bleibt. Gut, die allgemeinen Formen, und zwar erst die der Funktion, ganz allgemein, die wir annehmen, ist eben die ich hier hingeschrieben habe. Eine x hoch 3 Funktion mit entsprechenden Koeffizienten ABCD. Aber wenn ich das auch ableite, das dürfte bekannt sein, das ist nicht das Problem. Aber wir können schon was über das D sagen. Ich gehe nochmal hoch. Genau, D ist 0, weil der Schnittpunkt mit der y-Achse, das sogenannte absolute Glied in einer Funktionsgleichung, hier das können wir uns in diesem Fall schenken. Erste Erkenntnis, ist schon mal schön. Ja, wie geht's weiter? Was sollte man machen? Kleiner Moment. Na klar, man kann ja auch schon das C bestimmen. Warum? Weil hier steht, in diesem Punkt hier, wo die y-Achse geschnitten wird, ist zufälligerweise der Anstieg gemessen worden von den Ingenieuren, der ist 4. Warum heißt das aber, dass dann das C gleich 4 ist? Gucken wir uns hier die Gleichung nochmal an. Wenn ich hier, Achtung, f' von 0, wenn ich also x-mäßig hier eine 0 einsetze, dann fällt dieser ganze Kram hier vorne weg. Also können wir sagen, das ist die Erkenntnis, dass wir 1, macht euch immer irgendwelche Indizes, machen wir hier mal Erkenntnis A. In Erkenntnis A f' einsetzen. Das dient nicht mir, das dient auch niemand sonst als eure eigenen Übersicht. Macht das selber so pingelig wie ich. 1, nämlich diese Erkenntnis setzen wir hier ein. Das heißt also f' von 0, x will sich 0 ergänzen, 0 Quadrat, 0, dann wären diese beiden Terme hier 0. Und es bleibt bloß noch eine 4 übrig. Also c gleich 4. Das ist schon mal schön. Wenn ich mir das so hinschreibe, könnte ich mir jetzt die Gleichung praktisch schon mal ein bisschen verbessern. Werden wir mal gleich machen. Am besten, ihr schreibt jetzt zu Hause in dieser Pause, macht selber Pause, das hin. So, und hier jetzt. Hier haben wir dann diese 4 für das c ersetzt. Sieht die Formel schon besser aus, die Gleichung schon besser aus. Beide Gleichungen hier, die eine und die andere. So, wie geht's weiter? Genau, wir gucken uns jetzt an, was haben wir hier für Erkenntnisse gewonnen. Die erste wird nicht helfen, wenn ich hier eine 0 einsetze überall, dann, ja, 0 ist gleich 0, hilft uns nicht viel weiter. Diese 1,1 haben wir geschnappt, lasst uns
jetzt hintereinander weg die anderen abarbeiten, vielleicht kommen wir dann zu was Schlauen. Also, wir schnappen uns die Erkenntnis 2 und setzen das entsprechend ein. Und dazu wieder eine Pause, ihr müsst es zu Hause machen und dann gucken. Mein Tipp, ich hatte geschrieben in F einsetzen, aber es gab natürlich entsprechenden Protest. Ihr müsst in F' von 10, diese Erkenntnis, müsst ihr hier einsetzen, sonst geht's nicht. Denn die drückt einen Anstieg aus. Ich mach das mal und ihr macht es selber. Richtig? Minus 1 ist gleich, ne? Minus 1 ist die Ableitung an diesem Punkt, ist gleich. Und jetzt setze ich 3a, kann ich nicht ändern. Die 3 nicht und das a nicht, weil ich das a nicht weiß und die 3 ist konstant. Und ich habe es extra mal eingeklammert als f' von. Dann sieht man das besser. Die 10. Wenn man das jetzt ausmultipliziert, das macht ihr wieder. Wozu machen wir den ganzen Kram? Nochmal zur Erinnerung. Eine Kurvendiskussion ist normalerweise so, dass wir die Kurve noch nicht kennen, aber dafür die Funktionsvorschrift und aus der Funktionsvorschrift den Verlauf der Kurve ableiten. Verlauf des Graphen. Hier wissen wir den Graphen und wissen aber nicht, wie die Funktionsvorschrift ist. Das, eine Steckbriefaufgabe ist in diesem Fall eine Kurvendiskussion rückwärts. Der Hinweis war ganz gut aus dem Publikum. So, jetzt machen wir was Nächstes. Jetzt schnappen wir uns mal ähnliche Erkenntnisse und kombinieren die mit unseren neuen Funktionen. Dazu eine Pause. Also Tipp, wir gehen jetzt mal an Erkenntnis 3.0 ran und basteln die mal hier mit diesem ganzen Kram zusammen. Mal sehen, was passiert. Jetzt haben wir, ja, viele Zahlen. Jetzt haben wir diese Zahlen eingesetzt. Ich sage, Mathe ist Schreiben. Gleich wird es leichter. Das ist ein Aufwand, der muss vorher getrieben werden. Sonst kommen wir nicht rückwärts wieder ran. Wir haben eingesetzt diese Erkenntnis 3.0. Da handelt es sich aber um die Funktion. Ich habe diese Striche bei f' mal blau gemacht. Hier handelt es sich um eine Funktion, also muss ich auch dann mit der Funktion arbeiten. Ich könnte mit der a-Funktion arbeiten, das wäre aber schade, denn ich habe ja hier schon eine genauere Funktion, weil wir c kennen. Dementsprechend habe ich das gemacht, das multiplizieren wir jetzt aus. Jetzt gab es wieder die Kurvendiskussion. Ja, können wir doch gleich hier die beiden Gleichungen kombinieren. Einverstanden, richtig. Nur garantiert uns, wenn wir diese paar Erkenntnisse, dieses bisschen Schreibarbeit jetzt noch einmal, beziehungsweise noch zweimal machen, dass wir dann sicherer sein können, dass wir wirklich die echte Funktion rauskriegen. Wir setzen jetzt Erkenntnis 3.1, Achtung, das ist eine Strichfunktion, in b f' ein. So, wir haben das jetzt hier gemacht, wir haben entsprechend eingesetzt und gleich ausmultipliziert. Und jetzt machen wir das noch für die letzte Erkenntnis, nämlich für die 4. Und da es wieder eine Strich vom Typ her ist, also eine Ableitung, müssen wir auch wieder mit der Ableitung arbeiten. Macht das wieder selber. Ja, ich hoffe, ihr habt das zu Hause genauso dann gemacht. Also 7 ist gleich, ne? Wir müssen die Erkenntnis hier diese. 7 ist der Anstieg im Punkt 30. Hier oben nochmal schnell zur Erinnerung. Hier im Punkt 30, hier. Da ist der Anstieg 7. Demzufolge die Ableitung 7. Und das haben wir hier gemacht, indem wir nämlich in die Ableitungsfunktion die allgemeine eingesetzt haben und dann ausmultipliziert haben. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt brauche ich Vorschläge. Gleich mal, wir haben jetzt hier mehrere Gleichungen. Man sagt Gleichungssystem dazu und wir können gleich loslegen und das alles irgendwie kombinieren. Wir haben hier mehrere Gleichungen. Ich mache die mal in Rot. Sagen wir hierzu der jetzt hier römisch 2b. Das ist römisch 3b, römisch 4b, dann reden wir immer vom Gleichen und das ist römisch 3, wenn das hier die 0 ist, 3,1b und das ist römisch 4 in b. So. Wenn wir diese Gleichungen jetzt irgendwie miteinander kombinieren, und zwar mit Addition, Subtraktion und ähnlichen Verfahren, dann kommen wir weiter. Vorschlag, wir hatten uns jetzt geeinigt, die römisch 2b, die hier, die so umzuformen, indem ich alles mal 9 nehme, dann komme ich dann mit der römisch 4b klar. Das machen wir mal und dann geht's weiter. Achtung, macht es selber zu Hause. Warum mal minus 9? Ganz einfach, weil ich dann 300 mal minus 9 habe ich minus 2700. Und das passt gut zu der hier unten. Und dann kann ich die schön addieren. Achtung, machen wir das. So, wir haben jetzt diese hier oben und die unten. Die haben wir jetzt entsprechend die obere umgeformt und die untere so abgeschrieben. Und jetzt können wir das Additionsverfahren in diesem Fall anwenden, damit die Variablen rausfliegen. Macht das selber. Große Freude in unseren Zelten. Warum?
weil Indianer keinen Schmerz kennen. Nein, diese Gleichung hier, die hilft schon mal. Schaut mal, es sind nur noch, bloß noch eine Variable drin. Moment. Wir werden die Gleichung jetzt gleich umformen und B rauskriegen. Jetzt können wir uns wieder in unseren Zelten freuen. Wir haben das Ding entsprechend umgeformt, ne? Plus 32 und so weiter und so fort. Sieht man hier, es ist übrig geblieben hier eine 2 und hier eine 5. Also B ist gleich minus 2 Fünftel. Na denn, jetzt geht es weiter. Jetzt müssen wir uns irgendwie einig werden, dass wir das A noch isolieren und das werden wir gleich machen. Überlegt euch was und dann machen wir es. So, wenn wir das B haben, können wir unsere Gleichungen hier, diese schwarzen hier, da hatten wir die Variante B, indem wir eine 4 eingesetzt haben. Jetzt können wir dafür entsprechend wieder was einsetzen. Wir können also eine Variante C daraus basteln. Und dann, wenn wir das A rauskriegen wollen, arbeiten wir mit anderen Erkenntnissen. Und dann bitte mit Gleichungen arbeiten, die wir noch nicht verwendet haben. Also zum Beispiel hier mit der Römisch 3.1 oder Römisch 3.0 mit den beiden. Wenn man mit den beiden arbeitet, dann ist es kein rückwärts doppelt gemoppelt. Dann kann nichts passieren, dass man plötzlich sagt, ach, 0 ist gleich 0, das wusste ich auch vorher. Also, wir werden jetzt erstmal schnell die Gleichung B ergänzen und werden Gleichung C draus machen, damit wir eine bessere Gleichung haben. Und das macht ihr selber zu Hause auch. Also mit minus 2 Fünftel ergänzen. Wir haben also dieses 2 Fünftel hier, das hier. Das haben wir jetzt hier in diese Gleichung hier oben eingesetzt und haben die Gleichung ergänzt. Jetzt sieht unsere Variante C schon besser aus, denn wir haben bloß noch ein A drin. Und jetzt müssen wir kombinieren, jetzt überlegen wir nochmal schnell gemeinsam, wie wir mit dieser Gleichung und unseren bisherigen Erkenntnissen weiterarbeiten. Also wieder miteinander kombinieren. Was tun? Ja, jetzt kommt der Vorschlag, wir schnappen uns die Erkenntnis 3.1 hier, und zwar die 3.1b, die wir jetzt gewonnen haben, und wir setzen die hier in C, F' ein. Also das macht wieder. Ja, ja, das war jetzt Blödsinn, was ich gesagt habe. Wir können entweder die 3.1 hier, die hier, beziehungsweise die einsetzen. Das geht ja gar nicht in eine andere Variante. Wir schnappen uns 3.1 hier, diese F' von 20 ist 0 und setzen die hier ein. Also 3.1, nicht 3.1b, sondern Erkenntnis 3.1, die pure von oben. Die setzen wir hier mit ein. Macht das mal. So, jetzt haben wir das eingesetzt, also 0 ist gleich und so weiter. Ne? Die Erkenntnis 3.1 in diese hier. In die. Na, so. Das eingesetzt ergibt sich das und das und das und das. Sauber einsetzen schadet hier in diesem Fall nicht. Jetzt habe ich die 4 gleich auf die andere Seite gebracht, also gleich gekürzt ein bisschen und minus 4. Dann entsteht hier letzten Endes a ist gleich ein Hundertstel. Demzufolge heißt unsere neue Gleichung, und die werde ich dann in einer schönen Farbe hinschreiben, am besten in Auberginen. In Auberginen haben wir hier folgende Funktion ermittelt. Wie gesagt, jetzt kam nochmal der Vorschlag, wenn man hier eine Kurvendiskussion draus macht, dann müsste man natürlich wieder danach diese Skizze hier oben fertigen können. Wir wollten aber noch A ermitteln. Man könnte es auch noch wie folgt proben, indem man andere Erkenntnisse noch einsetzt und kombiniert. Das muss ja für alle Erkenntnisse gelten. Aber das sei jetzt mal hier dahingestellt. Wir kommen weiter zum Thema Fläche. Ach so, in Auberginen. Huch, gut. Die Fläche ermittelt sich aus, und wie macht man's? Klar, die richtige Fläche, die kann man natürlich so ermitteln, und indem man sagt, was ich unter der X-Achse habe, das kann ich letzten Endes ganz leicht ausrechnen, indem ich 20 Meter dazu nehme. Wenn ich aber sage, wenn ich das Integral sowieso schon anwenden muss, na und? Dann schiebe ich mir in Auberginen meine X-Achse hier nach unten. Und das bedeutet letzten Endes für diese Kurve, dass ich ein neues Koordinatensystem habe. Die stimmt jetzt trotzdem. Ne? Die gehört einer Kurvenschar, sagt man dazu, an. Das heißt, mein ganzes Gebäude, ja, und mein absolutes Glied heißt hier plus 20. Plus 20, genau. Natürlich, geht doch einfach, ne? Y, ne? Plus 20. Ich setze also hier einfach ein, das mache ich mal in hellgrün nochmal dazu, plus 20 dazu. Und jetzt kann ich loslegen. Also das ist der echte Kurvenverlauf oben. Und wenn ich eine 20 dazu setze, habe ich die ganze Fläche. Hier kommt eine Frage. So,
Natürlich, nochmal, wir können auch das ganze Koordinatensystem so lassen und die 20 weglassen und erstmal ganz schnell unten 20 mal 30 rechnen. Das geht auch. Das ist praktisch. Das ist der Praktiker. So machen es die Leute auch. Ich möchte nur mal zeigen, dass es auch damit geht. Also, wir integrieren jetzt schnell und probieren mal diese Frontfläche auszurechnen und das Volumen ist ja dann Schmuck am Nachthemd. Das kriegen wir dann ganz leicht hin. Jetzt geht es um die Fläche. Gut, wir haben also integriert und jetzt die Fläche ermittelt man, indem man alles das hier in diese Stammfunktion einsetzt. Plus C können wir uns schenken, wir sind ja Profis mittlerweile, weil sich das ja sowieso abzieht. Hier plus C käme rein, hier hinten nochmal plus C, da aber ein Minus davor steht, hebt sich das C auf, braucht man nicht. Eingesetzt, heißt das dann tralala, muss ich jetzt nicht nochmal sagen. Und jetzt rechnen wir es aus, ihr rechnet es zu Hause auch aus, los. Da die untere Grenze ja 0 ist, habe ich hier hinten mal der Übersichtlichkeit halber noch die Nullen geschrieben. So, weiter geht's. Einsetzen und ausrechnen, soweit wie es geht. Action. So, wir haben uns jetzt hier schnell mal mit Null wegstreichen und so weiter und so fort dieses ganzen Mistes bemächtigt. Nochmal eine Nebenrechnung gezeigt, wie man abzieht. 825 Flächeneinheiten, aber da wir gesagt haben, hier, es geht um Meter, können es nur Quadratmeter sein. Wir sind an der Stelle fertig. Jetzt das Volumen auszurechnen wäre Schmuck am Nachthemd. Das lassen wir bis dahin sein. Vielen Dank für die Mitarbeit. Hat Spaß gemacht mit euch. Na denn, bis dann. Na, das könnt ihr lauter machen.